Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Grimm und wie ihr unschwer sehen könnt, sind das neue Bilderchen von mir. So, Konstruktionsbaupläne. Ja, können bei der Erkundung der Welt gefunden werden. Sie werden in bestimmten Truhen aufbewahrt. Damit schalten sie wertvolle Gegenstände und die besten Schiffsverbesserungen frei. Also geben sie sich Mühe, um sie alle zu finden. Ja, wie man daran schon unschwer erkennen kann, ist das hier Assassin's Creed Rogue. Und jetzt viel Spaß. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. Ja, wie gesagt, hallo und jetzt können wir nur hoffen, dass wir den, mal gucken, Vogel hier schön irgendwie eins auf die Mütze geben dürfen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja, los, hinterher da, komm. Oh, das macht schon wieder richtig Laune. Assassin's Creed 3 lässt grüßen. Nun, an Feuerholz wird es nicht fehlen. Und zack. Oh, das hat doch nicht so gut geklappt. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Oh, Action. Lasst uns umkehren. Dann kehren wir doch mal um. Mal gespannt sein, was uns weiter erwartet. Kommt. Captain de la Vérendrye und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet? So, dann folgen wir ihm doch mal. Ich verstehe nur nicht, warum ihr mir nicht sagt, was wir hier tun. Weil der Chevalier beschloss, nichts zu sagen. Sind wir nicht Freunde, Liam? Sind wir. Aber das zählt nicht. Es betrifft euch nicht, Shay. Ja, wenn mich das nicht betrifft, werde ich dann auch wohl nicht mehr weiter fragen, ja. Wa? Oh, das macht schon wieder richtig Laune. Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Das macht richtig Laune, Alter. Das ist wie in Assassin's Creed 3. Sorry, das ist zwar gerade eine Wiederholung von vor knapp einer Minute, wo ich das gesagt habe, aber es ist einfach so. Und auf geht's. Jo, den ersten Punkt habe ich damit erreicht. Und jetzt muss ich da lang. Schnell! Einen Chevalier lässt man nicht warten. Oh merde, où sont ces crétins? Was zum Henker? Gott zum Teufel, wart ihr zwei! Wir waren jagen. Was ist passiert? Deine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun dann fühlt euch belehrt. Ah! Oh, das hat wehgetan. Einfallspinsel! Du schwachköpfiger Kohlbauer! Gib's doch glatt hier mal auf die Nuss. Ach ja, ja. Und immer schön auf die Nuss bei dem Vogel. Ich bringe dir Manieren. Ja, das glaube ich nicht, Alter. Wie du gerade siehst. Gentlemen, kommt!
Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler, ihr die Verwundeten. Das sieht doch nach aus nach einem Plan, würde ich mal glatt behaupten. So, Bewaffnung. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Wenn du das sagst. Jo, und dann mal gucken. Was seid mich jetzt nächstes Shay. Ist. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. Wir dürfen. Wir müssen alle töten und wir dürfen wir uns nicht. Wo sind deine jetzt, elende Ratte? Sprich, bevor ich es rausprügle. Pass gut auf, Männer! Diese Gesellen sind immer noch da draußen. Egal. Interessiert mich gerade mal ganz gar nicht. Einfach alles niedermetzeln. So, Schmuggler sind befreit damit. Auch wenn ich gerade nicht die Aufgabe erfüllt habe, aber ganz ehrlich, es juckt mich nicht. Kann man die schon... Jo, kann man sogar schon. Was natürlich sehr sinnvoll am Anfang eines Spiels immer ist. Die gleich mal zu berauben. Sprich, alles zu plündern, nachzugucken, was haben sie in den Taschen. Und mitnehmen, weil das ist die Kohle, die wir zum Anfang immer gut brauchen können. Oh, Entschuldigung. Um uns aufzurüsten. So. Die Frage, was ist da unten? Hier ist irgendwie eine Karte. Scheinbar. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Mag jetzt gerade zwar nicht unbedingt zum Spiel gehört. Das ist eine Grabmalkarte. Ah, okay. Ein kleiner Hinweis, wo das ist. So. Adlerauge können wir interessanterweise noch nicht aktivieren. Auch nicht schlecht. So, und da hinten ist einmal die Kiste. Und haben dadurch ein bisschen. Und hinterher ihr Arschlöcher, ihr Vögel. Ja, das geht doch hier glatt wieder richtig schön. Oh, macht das Laune. Das macht richtig Bock. Und was mir persönlich sogar richtig gut gefällt, auf meinem System läuft das sogar richtig gut. Und zack, und weg. Das war's. So, haben alle getötet. Mal gucken, was wir jetzt machen dürfen. Das war aber, glaube ich, gerade ganz knapp, kann das sein? Die habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Oh, machen wir doch gleich glatt mal ein Schiff. Stinkt. Ein Schiff erbeutet, wa? Es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Dann probieren wir das Ganze doch mal, ihn zurückzubringen. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los, ans Ruder. Ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Wir bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Arm zu segeln. Ja, dann machen wir das doch mal. Außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Übrigens, wir brauchen ein anderes Schiff und sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen, Captain? Jawohl, Freund. Schön da durchhauen. So, Kanonen abfeuern. LT und R, um zu schießen. Hoffentlich funktioniert das mal. Sie ist ein Wrack, aber sie schwimmt noch.
Sie heißt Morrigan. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weisen? Wow. Oh, das passt gut zu euch, Shay. Morrigan ist eine alte Göttin, Königin von Krieg und Dunkel. Sie erntet die Seelen gefallener Krieger. Ja. Ich glaube, das kommt gerade nicht ganz so gut. Dass ich... Oh, mon Dieu. Mein Schiff! Ces enfants de chien! Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay. An die Kanonenmänner! So, wollen wir mal gucken hier, wa? Setz Top, Warm und Marssegel! Zack, schon die ersten Kugeln fliegen da. Sehr schön. Bereit zu schießen! Feuer! Stopp sie, Mann! Schiff da, sie verfolgen uns! Feuer! Zack, da habt das. Feuer! Und die nächsten, sehr schön. Na, Jungs? Sie hauen sie in Stücke! Das gefällt euch bestimmt nicht. Geht ja doch relativ einfach, hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht. Na komm. Komm zu Papa. Sehr schön. Oh. Jetzt muss ich noch die Jungs da. Oh, die haben sich gerade gerettet, war die Schweine. Ah, schade. Jetzt habe ich gerade den Vogel leider ein bisschen sein Schiff ramponiert. Aber auch egal, kriegen wir hin. So, und jetzt schön im Wind. Das ist doch wohl nicht wahr hier. Offenbar ist dieses Schiff immerhin gefechtsbereit. Die haben sich selbst zerstört, die Vögel. Zu den Resten der Garfour. Der Rheinweg ist lang und Reparaturen stehen an. Singt ein Lied, Männer. Der Chevalier ist zufrieden. Oh, der Chevalier ist zufrieden. Ja, was das wohl bedeuten mag. Oh, erstmal wieder echt an die Steuerung gewohnt, wenn man jetzt gerade die letzten Monate Unity gespielt hat. So, war's das? Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Wow. Echt, wow. Das macht richtig Bock. Jo, wie ihr unschwer erkennen könnt, war das wohl die allererste Mission oder der erste Part, wie man es nennen möchte, die Einführung in Assassin's Creed Rogue. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist. Ganz ruhig, ich hol Sie da raus. Ja, dann holt mich mal da raus. Mhm. Oh, sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Pest. Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Hormack Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger? Hier. Der Kommunikator für den Notfall. Und jetzt raus hier. Oh, jetzt geht das mal wieder los. Beeilung. Oh. Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Jetzt müssen wir wieder hier rumlaufen in dem Bunker. Wir haben die Übungen gelernt haben. Es wird schon alles gut gehen. Denkt positiv. Oh, denkt positiv. Nein, ich denke nicht positiv. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein, isolieren Sie. Ich will Sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben es gehört. Bien. Oh, der böse Boss. Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzeberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Wie ist die denn drauf, Alter? Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Dann tun wir das aber doch. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Mhm. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie.
Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud, er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merk, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent Acosta, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Machen wir. So. Wir sollen zum Serverraum gehen und diesen reparieren. Die Frage ist natürlich, wo steht der Bunker? Da. Das Schöne ist, ich habe nicht die Levelfreigabe, ne? Ach, dann gehen wir mal durch die Tür. Und dann können wir wahrscheinlich wieder durch eine andere Tür durchgehen. Yes. Sehr schön. Und? Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Gut. Das heißt, Sie kommen noch ins System. Na los, patchen Sie mich in Ihren Feed. Tun wir das mal. Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Yes. Ich glaube, jetzt bin ich voll am Arsch, Alter. So, was müssen wir machen? Die Ringdrehung, Ring wählen. Alle müssen strahlern. Ja. Dann drehen wir nochmal. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Mehr Glück als Verstand. Ich habe das gerade zum ersten Mal gemacht. Hammer, ey. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Na klar. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Jo. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war. Erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. Da hat er nicht in ganz der Vergangenheit unrecht. Hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Mhm. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Ja, das hättet ihr, glaube ich, eher mal, ne? So. Al-Mualem. Tja, der mag weise gewesen sein und trotzdem hat er Mist gebaut. Aber das wisst ihr, wenn ihr die Serie spielt. So, kann ich da raus? Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. So. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie, nun... Ja, komm, machen wir den auch noch oder probieren zumindest. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie ihn. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Ach du Scheiße, wie geht denn das am besten? Da Shays Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe oder zu mir. Vorerst verrate ich nur... dass Shays Geschichte nee. Die Antwort birgt. Shay, das ist mir doch noch gerade noch zu schwer, ehrlich gesagt. So, das ist mir echt gerade noch ein bisschen zu schwer. So, dann gehe ich mal zurück an meinem Arbeitsplatz, sofern ich den irgendwo finde. Achso, hier war der. Scheinbar.
Jo, hier ist mein Arbeitsplatz. Ich befinde mich wieder da und logge mich jetzt wieder ein in den Animus. Scheinbar. Na dann komm. Davenport, Ansiedlung, März 1752. Das ist verdammt lange her. Achilles. Adewale, wie stehen die Dinge in der Karibik? Wow. Ziemlich schlecht, fürchte ich. Ist der alt gewohnt. Ich glaube, wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Kommt. Wer ist der Mann? Das ist Adewale. Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kratos. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Vorher habe ich noch zu tun. Da ist jemand neugierig, aber absolut neugierig. Erzählt, was geschehen ist, alter Freund. Es war schrecklich, Achilles. Die Erde bebte und Riesenwellen überschwemmten Port-au-Prince. Wie viele starben? Tausende. Keine Familie blieb verschont. Ich hasse praktische Erwägungen in Zeiten wie diesen. Aber hat Macondals Mann seine Aufgabe vor dem Beben erfüllt? Ich weiß es nicht. Vendredi wurde nicht gefunden. Er war ein starker Maroon, einer von Macondals besten Schülern. Eine Schande. So wissen wir nicht, ob er die Stätte fand. Leider. Aber wenn unter den Wellen ein Tempel war, steht er wohl nicht mehr. Und die Artefakte, die den Weg wiesen? Gestohlen. Die Templer haben das Chaos genutzt. Sie nahmen das Manuskript und die Schatulle. Ich jagte sie auf See, aber verlor ihre Spur in New York. Wir müssen die nächsten Schritte planen. Das waren mal ein paar nette Informationen, wobei ich das richtig geil finde. Achilles. Ich hörte, Liam erwartet euch. Schon gesehen? Achilles richtig alt geworden. Und Adewale ist auch nicht gerade mehr der Jüngste, wie man gerade echt gesehen hat. Von daher richtig nice. Jo. So, bevor ich das Ganze jetzt hier beginne, oder eigentlich beginnt es und ich wollte das gar nicht unbedingt, aber so egal. Geht das nicht. Hope, was habe ich verpasst? Gucke ich mir mal nur an, was passiert. Die erste Trainingsstunde. Wir trainieren ständig, Kesego Wase. Und genauso wird das auch weitergehen. Spar dir deine Worte. Shay scheut das Lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Zum Heulen, der Bursche hat so viel Potenzial. Aber so wenig Disziplin. Wow. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Scheinbar sollen wir dem Jungen jetzt folgen. So, und zwar das Training abschließen. Ja, ich mache jetzt hier echt mal einen Break und zeige euch dann, wie es weitergeht im nächsten Let's Play. Von daher, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch viel Spaß und bis denne.